Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in Space Engineers. Ich habe mir wieder eingepackt den guten Dante. Grüß dich. Hey, Norman. Hi, Leute. Hey, Dante Mann. Und ja, wir haben noch ganz, ganz viel gemeint und haben Material gesammelt und gemacht und getan. Wir haben mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja, nur ein Und bisschen, nur ein bisschen. ja, das Übliche halt, ja. Der Dante hat einen Spezialauftrag bekommen. Der wird sich auf die Reise begeben, in Richtung Nordpol vom Mond und wird dort eine Funkrelaisstation errichten. Das kann doch nur schief gehen. Nee, Ja. Quatsch. Nee, Quatsch. Ich bin guter Dinge. Schauen wir mal. Ja, Ich passt schon. Komme dann nachher vorbei und mache die Bauabnahme und wehe, da stimmt was nicht. Denn Ich zieh sag da mal sie. auf der Erde um. Hauste. Nein, dann machen wir es so. Dann baust du es ab und baust es so lange wieder auf, bis du es richtig gemacht hast. Ach, weil wir hier keine Tafel mit Kreide haben, ja? Richtig. Alles. So, und ich habe mir auch eine kleine Aufgabe zuteilkommen werden lassen. Und zwar, ja gut, wir haben erstmal hier also unsere Drohne mal zwei gebaut. Ja. Da draußen steht noch einer da, das ist die Grinder-Drohne und hier drin haben wir die Welder-Drohne. Wir brauchen das Ding einfach mal als Lastenkahn. Ich werde rund um die Base Defense-Turrets aufbauen. Ja, und da habe ich jetzt hier schon im Assembler ein bisschen Zeugs vorbereitet. Ich hoffe mal, das ist jetzt hier auch, passt hier noch rein. Schauen wir mal, Cargo 1, naja. Wird langsam voll. Oh, siehst du, wir können ja schon mal. Du sagst aber auch nichts, ja, Mann, bist Nee, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst gerade so im Redefluss. Sacktreter. Ich gehe schon Ja, mal ins auf jeden Tor. Fall wird jetzt hier auch Luft abgesaugt, Hangertür geht auf, Dante kann losfliegen. Ich krame noch ein bisschen Zeugs ringsrum. Ja, also meine Drohne haben wir schon vorbereitet in der Zeit. Ja. Oh, Sesam, geil. öffne dich. Geil, Alter. Fett. Hat was. Richtig, richtig hammergeil. Zack. Dieses Einrastgeräusch ist so fett. So, ja, ihr seht's hier. Dante hat seine eigene Drohne und wird da losfliegen. Hat ein bisschen Material drin. Kann also seinen Auftrag erledigen. Schauen wir mal. Problemlos, eigentlich. Theoretisch. Theoretisch. Was? So ein So, Mobber, ey. So ein Mobber. weiß ich. Oh, Power Cells brauche ich noch eine ganze Menge. Ich gerade so. Der Cargo ist voll, da muss noch was rein. so, ich bin auch mal weg. Ja, haust da. Wir bleiben in Funkkontakt, ja? Jo, machen wir. Siehste. Maximal 9,9 hast du gesagt, wa? Na, so versuch mal so auf 9,5 Kilometer Okay. zu kommen, dass wir da denn mit den Drohnen keine Probleme kriegen mit Funkunterbrechung. Alles klar, mache ich. So, wie gesagt, hoppala. Such dir einen schönen Höhepunkt aus, also irgendwie einen kleinen Berggipfel oder sowas oder einen Kraterrand, weißt du, wo es so hoch geht, dass die Solarpaneele dann immer schön ausgeleuchtet sind. So, sollte eigentlich alles dabei sein. So, Bottles wollte ich noch mitnehmen. Eins, zwei. Ja. Auf geht er, der Peter. Ich hoffe mal, ich fliege in die richtige Richtung. Das hoffe ich auch. Weil du weißt, was passiert, ja? Wenn das jetzt hier nicht wird. Was? Dann setze ich Wäre ich dann rausgeschmissen? dich auf mehreren Planeten aus. Boah, echt? Ja. Na, hab ich wenigstens ein paar Freunde, die mir hier Das fehlen, komischerweise. hättest du wohl gerne. Gott, ist Nee. die schwerfällig, die Drohne. Nee, nee, nee. So, warte mal. Mining Drone 2.
Den wird aber auch gerade irgendwie gar nicht schneller. Das sehe ich auch gerade, ja. Ja, lol. Achso, ja, kann ja nicht funktionieren. So, jetzt ja. Nee, was ist denn das für ein Quatsch? Warum wird denn das Ding nicht schneller als 7 Meter pro Sekunde? So ein Blödsinn. Kann auch nicht daran liegen, dass die zu schwer sind, oder? Ne, meine fliegt ja auch schneller. Ja gut, meine ist auch nicht so voll wie deine. Ach, da ist Eis. Ja, aber selbst wenn ich hier auf dem Boden zusteuere, wird die irgendwie nicht schneller. Ich würde auch da oben bleiben. Da kann ich doch auch nicht helfen. Sehr eigenartig. Nö, ich komme bis 7 Meter pro Sekunde und dann kriegt das nicht mehr hin. Ja. Das ist aber urig komisch. Naja, ich bin jetzt eigentlich hier schon fast 600 Meter da, wo ich hin wollte. Na los, komm, da gehen noch ein paar Meter. Komm, da geht noch was, da geht noch was. Da gehe ich ja nicht runter, ich muss hoch. Ah, so kommt er schneller voran. Das sieht doch gut aus dort. Ja, Jungs und Mädels, ich habe gerade keine Ahnung, was der Quatsch soll. Ich könnte aber noch. Ihr seht, ich gebe hier voll Gas. Also ich habe hier einen schönen hohen Punkt bei Kilometer 8,15 oder soll ich ruhig noch ein Stückchen raus? Ja, ich sag mal, wenn jetzt da im nächsten Kilometer nichts kommt, nimmst du den, klar. Ja, warte mal, da hinten ist noch was, da weiß ich jetzt aber nicht. Ach doch, das müsste noch was werden. Bloß mal gucken. Was haben wir denn? Oh, siehst du, ich bin von der Meterzahl schon noch fast zu weit. 900 Meter. 8,5. Ich wollte hier auf 800 Meter. 8,5. So. Das Blaue ist von der Station, denke ich mal, wo? Nee, das Blaue ist bei dir die Challenger. Ach stimmt, okay. Die Grünen sind Stationen. Und da gibt's einmal die Drohnen, die Mining-Drohnen, und einmal die Station selber. Da müsste ich jetzt von der Station 1,64 Kilometer weg sein, wenn ich das richtig sehe. Hä? 8,64. So, warte mal, haben wir hier noch einen größeren Punkt? Okay, du wirst bei mir gerade in einer Entfernung von 28 Kilometern angezeigt. Okay. Nö. Also irgendwas haut hier gerade überhaupt nicht hin. Da werde ich jetzt nochmal gucken. DZ N 8,65. Naja, dann baust du da. Bin jetzt von der Station so, weg. Stahlplatten. Bauen wir dort, würde ich sagen. Hier. Ein freies Feld. Ja, haben wir. So, Battery. Klack. Dann. 2. Die Schütztürme werden auch ganz simpel, ganz einfach gehalten, also da ist überhaupt nichts Komisches dran. Ja, bist du wohl. So. Warum mache ich es mir eigentlich? Remote Control. Haben wir hier Licht am Fahrrad? So, sieht aus wie ein guter Platz. So, jetzt checke ich nochmal die Distanz, bevor ich jetzt hier anfange. Und das weiteste von der Station ist jetzt 852 Kilometer. Was ich jetzt weg bin. Ja, na, das reicht doch. So.
Brauchen wir doch das ja auch nicht so schwer machen. Hat doch die Welder-Drohne. Dann brauche ich jetzt Stahlplatten und. Ja, brauche ich nur Stahlplatten, den Rest kann ich so dran schweißen. Dann, wo will die Drohne hin? Hallo? Was, will die Drohne weg? Ja, die Drohne will gerade weg. Halt! Hier bleiben. So ein Knall. Komische Drohne. Ich schon auf den Tab gekommen. So. Ja, ja, also die will gerade irgendwie nicht so richtig. So, gut. Jetzt kann sie nicht abhauen, jetzt ist sie am Boden festgetackert. So. Also, dann kommen jetzt hier drauf die zwei Turrets. Drei. So. Stellen wir die mal ein. Bitte. Also 800 Meter. Achso, genau, die können sich ruhig bewegen. Die sollen auf alles schießen, bis auf Neutrale und dann ist gut. Nee. Ah, jetzt steht die Drohne natürlich wieder doof. Das ist doch. Das ist so der klassische Vorführeffekt. Ich wollte es gerade sagen, ja. So. Und die Solarpaneele natürlich nicht vergessen. So, so. Nee. Okay, Schritt 1. Schritt 1 Grundgerüst steht. Schritt 1, eine Drohne abstellen. Schritt 2, Material aus der Drohne entnehmen. Schritt 3, Drohne Parkstellung einnehmen. Ja. Ja. Ja, das mit der Welder-Drohne geht natürlich wesentlich schöner jetzt hier. Ja, na, du hast ja auch ein bisschen mehr, was du bauen musst. Mindestens. Mohaha. So. Powerpanel ist auch fertig. Sehr schön. So, Status, Update. Das Einzige, was bis jetzt fertig ist, ist die Antenne. Wow. Ich bin ja sowas von begeistert. Glaube ich dir nicht. Das Wow war total sarkastisch. Habe ich sogar durchs Mikro gehört. Meinst du? Wie kommst du da drauf? Das kann ich mir jetzt gerade gar keinen Reim draus machen. Das sieht doch soweit nicht so hart aufsetzen hier. Ne, stimmt nicht ganz. Ein Solarpanel ist auch schon Merch. Ja. Kann ich ja fast ein Bienchen ins Hausaufgabenheft machen, wa? Du Arsch. So, das passt und die Solarpaneele passen auch wunderbar. So, was sagt die Batterie? Recharge in 4 Tagen. Oh, die Sonne geht ja auch gleich unter. So. Was? Was? Also wenn ich jetzt Pech habe, fehlen mir 8 Solarpanel. Wieso? Weil du falsch gerechnet hast. Stimmt, ich habe nur 120 vorgepackt, nicht 128, ja. Ey, mal mit Profis arbeiten. Merkst du was? Ey, die Drohne ist wieder vernünftig schnell. Nice. So, check. Es fehlen. Haken raus, Haken raus, Haken raus. Und Check Nummer 2 ist, mir fehlen 8 Solarpanel. Ah, theoretisch? Ah ne, ich muss es ja trotzdem einladen. Ja gut, ich komme nochmal zurück. Ja, muss ja. Zwangsläufig. Muss ich ja. Das Gute ist, die Position finde ich ja wieder, weil... Antenne ist schon fertig. Antenne ist schon fertig und läuft, genau. So. Jetzt muss ich doch mal Licht anmachen, ja. Das reicht ja gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe von der Funzel. Also. Batterien. Zack. Dann. Ja, oder die obligatorischen dran, du weißt, was ich meine? Ja. Einmal. Und wie rum war das so rum?
Ja, dann ist so rum richtig. Na, wirst du wohl. Ich hoffe mal, dass die Turrets uns ungebetene Gäste jetzt erstmal zum Großteil fernhalten werden. Ja, und wenn sie nur erstmal Warnschüsse abgeben, ja. Richtig. Ja, was heißt Warnschüsse? Die schießen schon richtig. Naja, Also. aber ich meine, wenn jetzt ein großes Schiff vorbeikommt, hoffentlich denkt der gleich, ja, ah, gut, müssen wir gleich mal gucken, wenn da was auf mich schießt, dann kann ja da unten nur was sein. Aber das werden die dann schon mitkriegen. So, nochmal gucken, wie gut ich die Antenne platziert habe. Von der Entfernung her. Wir werden morgen gleich wissen, wie gut du das gemacht hast. Ja, spätestens wenn ich auf dem Hangardeck stehe. Das ist auch fertig. Ich hab einen Turret an der Buft. Du Sau, du. Das sollst du aufbauen und nicht anpuffen. Ich versuch's. Muss ich aber hier nochmal. Ach, scheiße, bei dem anderen Turret habe ich die Munition vergessen. Ganz kacke. Entfernung Antenne 8,41 Kilometer. Wunderbar. Von der Base aus. Was? Was ist denn da incomplete? Ach, das da. So, jetzt ist complete. Turrets. Zack. Die sollen auf alle schießen, bis auf neutrale. Und der Rest passt soweit. Wunderklärchen. So, ich nehme auch genau nur 8 mit, wa? Ja. Macht das. Weil mehr brauche ich ja nicht. Cool. Müssen wir jetzt eigentlich mal gucken. Was hatte ich gesagt? Kommt in jedes rein. 50 Schuss wollte ich reinpacken in jedes, ja. 50, genau. Damit sie erstmal ein bisschen rödeln können, falls was kommt. Ja, dann muss ich auch Munition nehmen und keine Construction Components. Das wäre schon von Vorteil, ja. Weil mit Teilen wollen wir sie ja nicht bewerfen. Nicht, dass sie noch denken, hier gibt's Geschenke. Ja, genau, hier. Komm. Hab Wir ich haben halt heute unseren einer. Großzügigen, kommt alle vorbei. Ja. Tag der offenen Mondbestie. Muss ich nochmal zu dem anderen Turret hin. Da noch die Munition drinnen verteilen. Hoffentlich finde ich das im Dunkeln jetzt wieder. Aber irgendwie spackt meine Drohne auch gerade rum. Die wird irgendwie nicht schneller wie 23, wird sogar langsamer. Weil wie gesagt, das hatte ich eben nur mit 7 Meter pro Sekunde. Ja, Hat das ist gerade schon. wenig Spaß gemacht. Ja, da haben wir es doch schon. Ja, 12 Meter, 11 Meter. Ich lande noch mal kurz und probiere das noch mal gleich. Ja, irgendwie. Also wenn ich nach unten fliege, wird es sogar bis 20 Meter. Auch nicht schlecht. Aber fliege ich geradeaus, wären es maximal bis 18. Oh. Hey, meine Drohne haut auch schon wieder ab. Kann ja wohl nicht wahr sein. Halt! Das war jetzt gerade ein bisschen krass aufgesetzt. Also am besten immer am Boden festmachen. Ja, mache ich generell. Nehmen wir Construction Components anstatt Munitionscontainer mit. Ich wundere So. mich dann, warum ich das Zeug nicht in die Turrets reinkriege. Dann machen wir jetzt nochmal einen Neustart. Bam. Ready for takeoff. So. Quatsch hier, Control Panel, so. Ah, jetzt läuft's wieder. Jetzt sieht's da gut aus. Boing. So, da habe ich. Kann ich jetzt gleich in die Richtung, aus der du kommst, noch Defense bauen? Genau. Seh dich übrigens, wo du bist. Ja,
Zwecks der Drohne oder der Antenne? Wegen der Drohne. 800 Meter. Das ist... Na, ich will eigentlich so knapp auf 700 bleiben. Hier haben wir ein bisschen Hügellandschaft. Oh ja, man sieht nichts. Ist so stockfinster, ja. Ja, hier im Krater schon. Und vor allen Dingen hast du das Problem, ist, du kannst die Sicht nicht drehen. Das ja, das habe ich schon gesehen, ja. Das habe ich auch schon gemerkt. So, jetzt machen wir hier mal einen Janzis Mofen. Wunderbar. So. Oh ja, ja, hier haben wir einen schönen Hügel. Da kann ich das Ding draufsetzen. Hier. Battery. Das ist geil hier. So, zack. So, check. Relaisstation beendet und fertiggestellt. Hervorragend. Ich bin stolz auf dich. Ach Quatsch. Du findest da wieder irgendwas. Oh, Alter. Ich bin kaputt. Ich dachte, ich sterbe gleich. Warum machst du denn sowas? Weil ich nie dran denke, zu gucken, ob meine Dampers an sind. Aber die waren an, komisch. Ja, 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 ist you. Ja, Schluss. Was? Hä? Hey, was? Ey, Dante Mann. Groß. Normann. Ja, jetzt hört mal auf damit, ihr verwirrt mich. Es sind zu viele, die das machen. So. Aber weißt du, was wir dann nochmal in Angriff nehmen werden? Ja. Wenn wir das Thema hier durch haben. Was denn? Wir werden mal noch ein kleines, einen kleinen Fighter bauen, ein kleines Abfangschiff. Okay. Meinst du jetzt das direkt für die Challenger oder? Nee, hier für die Base. Für die Base, okay. Ja. Das Ding werden wir denn, ja, müssen wir mal gucken, wo wir das parken. Ob im Hangar, das war, ja, falls was ist, dass wir schnell loskommen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, beim Charakter fehlt der Kopf. Aber kein Grund, gleich den Kopf zu verlieren. Nee, ich meine, wenn, weil der sitzt ja nur in dem Sitz, ist das jetzt ein, das ist ja kein Cockpit, wa? Das ist ja nur ein Sitz. Richtig. Ein Passagiersitz. Ja. Komisch. Komisch. Ist ganz komisch. Bleib mal fertig hier mit Speisen. Das hat geklappt. Ich hätte vielleicht auch meinen Brotkasten anmachen sollen. Warum? Ja, falls ich zu weit rausgeflogen wäre. Über das Signal von der Station. Ne, das ist doch scheißegal. Du sitzt doch in dem Sitz. Stimmt. Ja, und der Warte her ist das vollkommen Mumpe, wie weit du wegfliegst, weil du sitzt in dem Ding drinnen. Und steuerst das. So. Turrets 800 Meter, das und das aus. Passt. So, 3 von 4 Turrets sind fertig. Ja. Und auf zum letzten. Auf zum Atem. Ich seh dich. Siehst mich? Nein. Ich verfolge dich. Ja, kannst du machen. Dann kannst du mal die Munition aus den Cargos nehmen. Kann ich machen. Nee, das lassen wir mal lieber. Dich lasse ich nicht mit Sprengstoff rumhantieren, da ich Angst. Das, weil ich einmal eine Rakete abfallen lassen. Naja, schlimm genug. Ja, ist doch nichts passiert. Sei froh. Sei froh. Wenn ich jetzt erzähle, was dann offscreen war, wo du eine aus noch größerer Höhe hast fallen lassen. Naja, den Krater, den sieht man ja heute noch. Ja, von wegen Krater. Von wegen Krater. Nicht mal Staub hat's aufgewirbelt, Alter. So. Battery. Ich lasse dich trotzdem nicht mit Sprengstoff hantieren. Ja, dann. Das ist der Frage des Prinzips, wisst ihr? Weißt du auch. Schere, Gabel, Messer, Licht. Gibt das dem kleinen Dante nicht. Richtig. Ja. Sieh Gesicht. Sowas kann ja wohl nicht sein. Was? Gesicht? Wo? Ah. Nee. Das willst du dir angucken?
Und dir will ich helfen, weißt du? Dir will ich helfen. Nö, nö, lass mal. So, bop. Bop. Und einmal fertig setzen hier das Zeugs. Na, du, komm. Mach hin hier. Oh, die Batterie braucht man so ewig, um fertig zu werden. Ja. Das ist wohl wahr. Aber. Das ist genau mit, ist mit den Solarpanelen genau dasselbe eigentlich. Ich habe gerade den Verdacht, dass irgendwas hast, alle ist. Du hast keine Teile mehr. Soll ich mal reingucken? Ah ne, kannst du selber. Irgendwas ist alle, ja. Ja, die Solarpaneele sind alle und die Power Cells sind auch alle. Ja. Autsch. Du hast mich gerade versenkt. Hoppala. Magst du mal zurück zur Base fliegen und Solarpaneele holen? Mach ich doch glatt. Das wäre ja genial. Mach ich doch glatt. So. Mach ich hier nur schon mal so. Na. Da. Die Munition schon mal rein. Und dann komme ich nochmal zurück und hole. Power Cells. Wie viele Solarpaneele brauchst du denn noch? Bring mal so viel mit, wie du tragen kannst. Mit der Drohne oder ich selber? Du selber, das sollte eigentlich reichen, wenn das Inventar soweit leer ist. Ziemlich. Mit. Turrets, 800 Meter. So, zack. Warte mal, wie viele Power Cells fehlen denn da eigentlich noch? Was soll ich sie gleich mitbringen, weil ich bin jetzt immer hier. Nee, das wirst du nicht reinkriegen. Nee, ich kann es ja in die Drohne packen. Ja, dann musst du mit der ganzen Drohne wieder fliegen. Wenn ich jetzt mit dem Anzug fliege, bin ich wesentlich schneller. Oh, guck mal, da steht einer. Und zur Seite geschubbt. Krieg jetzt 185, reicht das? Ja. Jetzt habe ich wegen deiner Zahl schon noch vergessen, wie viel ich eigentlich von dem. 36. 36? Ja, die nehmen wir mal 40 mit. Egal, so 82. Mal gucken, wer zuerst da ist. Ich bin eben schon da. Du, das kann gar nicht sein. Na doch, bin ja schon beim Schweißen. So. Batterie ist auch fertig. Oh, echt jetzt? Wegen 19. Alter. Tja, deswegen dachte ich, bring so viele mit, wie du kannst. Ich konnte nicht mehr tragen. Du wolltest nicht mehr. Ach ja, klar, freilich. Ich habe mir meinen Urlaub verraten, oder was? indem ich alles boykottiere und dann extra weniger mache für, wie von dem, was du verlangst. Ja. Habe ich auch nichts davon. Warum nicht? Da kretze ich mich ja selber an. Dim, dim, dim. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier 28 Minuten auf der Uhr. Ihr habt gesehen, was wir vorhaben. Das war so das erste Ding das war der Startschuss für den Umbau hier. Dass wir das Ganze mal defense-technisch ein bisschen vorantreiben. Und ja, wir werden uns jetzt noch einen Kopf machen, wie wir den Fighter bauen. Ja, zumindest designtechnisch schon mal ein bisschen was ausknödeln. Und dann denke ich mal, werden wir den in der nächsten Folge bauen und die Station dann zu mir upgraden und die Challenger upgraden. Und ach, das ist noch so viel Arbeit, wisst ihr das? Ja, und immer noch kein Urlaub in Sicht. Urlaub, lass mich mit deinem Urlaub. ja. Kurz und knapp, bis dahin sage ich winke, winke und tschüss. Genau, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.